den grauen Zonen, da wo die Kaputten wohnen, da war ich zu Hause. Dort an jenen kalten Plätzen, wo Schnaps und Bier das Brot ersetzen, hab ich lange Zeit gelebt. Alte, junge, sogar Greise geben sich auf ihre Weise dort ein, stell dich ein. Ohne jeden Blick fürs Morgen, ausgehöhlt und voller Sorgen, frieren dort die Seelen ein. Draußen sind so viele, die sich selbst nicht helfen können, die darauf warten, dass man ihnen Hände reicht. Lasst uns gehen, lasst uns sehen und versuchen zu verstehen, warum das Dunkel nur massiver Sonne weicht. Sagen, sich ganz an den Rand zu wagen, dort wo Elend wohnt. Und doch, es gibt da einen Mann, der uns als Vorbild dienen kann. Er hat sich nicht geschont. Gott hat seinen Sohn gegeben, dessen Fußspuren die leben bis in unsere Zeit. Er ging zu den Randfiguren, hinterließ dort Gottes Spuren, Heilung weit und breit. Draußen sind so viele, die sich selbst nicht helfen können, die darauf warten, dass man ihnen Hände reicht. Lasst uns jenen Hände geben, die am Rand des Daseins leben, wie man's macht, hat Jesus Christus uns gezeigt. Draußen sind so viele, die sich selbst nicht helfen können, die darauf warten, dass man ihnen Hände reicht. Lasst uns jenen Hände geben, die am Rand des Daseins leben, wie man's macht, hat Jesus Christus uns gezeigt. Draußen sind so viele, die sich selbst nicht helfen können, die darauf warten, dass man ihnen Hände reicht. Lasst uns jenen Hände geben, die am Rand des Landes.